Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dankeschön. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Konzert mit Olaf Schubert. Der Künstler ist sehr aufgeregt. Er ist heute das erste Mal in Erfurt und immer, wenn er das erste Mal in einer für ihn fremden Region ist, dann ist er also besonders aufgeregt. Viele Menschen kennen Olaf Schubert vielleicht aus anderen Regionen, vielleicht aus Thüringen. Für die, die ihn noch nicht kennen, habe ich eine kleine Einleitung vorbereitet. Die, die ihn kennen, können natürlich trotzdem zuhören. Ich möchte niemanden ausgrenzen. Ich möchte nicht beginnen, die Menschen zu unterteilen in wertes und unwertes Leben. Also in Menschen, die Olaf Schubert schon kennen und die, die ihn noch nicht kennen. Ich würde vorschlagen, wir tun einfach alle so, als würden wir den Künstler noch nicht kennen. Dann macht das Zuhören für alle gleichermaßen viel Spaß. Auch ich werde so tun, als würde ich den Künstler noch nicht kennen. Dann macht der Abend auch für mich einen Sinn. Olaf Schubert hat den Titel seines Programms gut gewählt. Ich bin bei euch. Denn Schubert scheint angekommen, angekommen bei uns. Der Weg dahin war allerdings lang, steinig, geröllig und brackig. Nach komplizierten Anfängen als Fußpfleger, einem Intermezzo an der Filmhochschule und schwerer Zeit als Leichtmatrose auf der berühmt-berüchtigten MS Ortrand, begann er nach dem Abbruch seines Mathematikstudiums in Minsk eine Ausbildung an der Kunstakademie Worms, um sich dann aber endgültig für den Beruf des Facharbeiters für Melorationstechnik zu entscheiden. Doch im letzten Moment sattelte er um. Er jobbte als Seifensieder, als Kampftaucher, als Chirurg und als Drahtzieher. Eher als Stahlkocher in Eisenhüttenstadt endlich den Kontakt zu einfachen Menschen fand, den er sich so sehnlichst wünschte. Sein Glück währte allerdings nur kurz. Nach der Veröffentlichung seines ersten kritischen Gedichtbands »Wozu Obst in Worms?« wurde er aus der Stadt gejagt. »Ich bleibe bei euch!« rief er trotzig, nachdem sich hinter ihm die Stadttore schlossen. Jahre später wurde auch Eisenhüttenstadt geschlossen, aber Erfurt hat aus diesen Fehlern gelernt. Um die Menschen zu erreichen, muss er schnörkellos agieren. Zeit, seine wichtigen Gedanken schön zu verpacken oder fein zu dengeln, hat er nicht. Er ist der Mann fürs Grobe unter den Feingeistern. Er ist der Polier der Philosophie, der Schwerarbeiter und vor allem der Einzelkämpfer. Denn nur wenige Menschen können seinen Gedanken folgen. Nach einem Konzert schrieb er zu diesem Thema in sein Tagebuch: Ich bin der sich selbst zum Brunnen tragende Eimer. Auch wenn Resignation in dieser Selbsterkenntnis mitschwingt, er zieht Kraft daraus und der Erfolg gibt ihm Recht. Und so wird Schubert auch heute den Beweis antreten, dass er trotz seiner Pole Position im Tempodrom des pauschalen Protests auch nach dem Startschuss noch bei euch ist, und er ist und bleibt das, was er immer war. Der große Gedankengigant der Gegenwart, die geistige Start- und Landebahn für die philosophischen Luftschiffe der Zukunft. An der Stelle wird sonst immer geklatscht. Vielen Dank. Ja. Ich denke, damit ist alles Wichtige gesagt und wir können zum Verkauf von Tonträgern übergehen. Und damit habe auch ich gleich am Anfang mal eingucken lassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, seit 25 Jahren auf der Bühne, seit 25 Jahren ein großer Entertainer, seit 25 Jahren ein großer Menschenfreund und auch mein persönlicher Freund. Der Überbringer der Botschaft, der Retter in der Finsternis, der Vergewaltiger des Bösen und der Begleiter ins vierte Jahrtausend jetzt schon. Bitte begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Olaf Schubert!
So. Da bin ich also. Ich begrüße sämtlicherseits hier Versammelte auf das Allerintensivste. Wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen hierher gekommen sind in die alte Oper zu Erfurt. Wir waren angenehm überrascht, ein schönes kulturelles Gesims. Ja, passt gar nicht so richtig zur Stadt. Und ja, ist ja auch schon älter. Und ja, wir freuen uns also, dass so viele Menschen hier da sind, gekommen sind hier zu unserem Konzert. Und ja, ich sage bewusst Konzert und nicht Show. Ne? Wer also gedacht hat, dass... der hat sich getäuscht. Ne? Für den sieht's schlecht aus im Spechthaus. Also, ne? Es möge ja so sein, dass bei anderen Künstlern hier auf der Bühne die Ballpumpe aus dem Elch gezogen wird. Ne? Dass da tierisch was los ist. Dass der Bär steppt. Und dass hier der Affe Zucker bekommt. Ne? Dass er mit Primatenglucose gestopft wird. Bis er zur Diabetes tendiert. Oder mancherorts, so hörte ich, flöge wohl sogar die Kuh. Ich will mal so sagen, hier kommt es heute nicht zu Nutzviehabhub. Ja. Stattdessen möchten wir unser aktuelles Konzertprogramm präsentieren. Ich bin bei euch. Dieser Titel ist natürlich programmatisch gewählt, denn man sieht ja auch, ich bin heute bei euch. Ich sag gleich mal du. Zu Ihnen. Wobei ich natürlich einschränkend sagen muss, ich bin nur heute bei euch. Also es gibt ja nicht nur euch, so, es gibt ja noch andere Euchse. Ja. So ist die Welt, ne? Komplett vereucht. Aber es gelingt mir, durch dieses konsequente bei euch Geseil meine Botschaft der Liebe, Hilfsbereitschaft und Sympathie zu transportieren. Wobei, leider muss ich hier schon sagen, denn bereits hier beginnt der Hamster zu humpeln. Meine Botschaft wird manchen Orten auch zurückgewiesen. Teilweise brüsk im Duktus. Ja, unschöne Szenen trugen sich zu. In meinem intimsten psychosozialen Umfeld, also dort, wo ich wohne. Ich erinnere mich noch genau an dieses Geschehnis. Es war ein ganz normaler Sonntag. Ich habe Gitarre geübt, ne? So 2, 3 Akkorde, und plötzlich aber rumpumpelte es und paldauzte es, es paldoverte und splatterte. Also es klang, als begehrte eine Horde um Einlass. Ja. Ne, ich dachte schon, oh Gott, jetzt ist es soweit. Jetzt kommen die Sorben sich rächen. und ich nahm aber dann das hier in beide Hände, meine Milz, und ich öffnete die Tür, und vor der Tür stand allerdings nur eine Person. Das erfreute mich kaumst, denn es war mein Nachbar. Und ich gebe ehrlich und unumwunden zu, mit meinem Nachbarn verbindet mich nichts. Ja. Und das ist schon aufgerundet. Er ist gänzlich anders als ich, muss man dazu sagen, schon in der physischen Darreichungsform. Ne? Also, ne, ich bin ja der klassische Leptosome Ektomorph gewachsene, also feingliedrig, ne? Schlank, also von Kopf bis Fuß, Hals. Während mein Nachbar von einer sehr erdverbundenen Grobschlacht motiviert ist, ja, der wohnt nicht umsonst unter mir, also das ist also wirklich eine... wie sagt man, also eine sehr kräftige, stämmige, ein humanoides Komprimat.
Ne? Ja. Der ist nicht rechtschaffend, der ist rechteckig. Also sehr, sehr kräftig, sehr beisammen, also biophil, viril und alles und kompakt. Ein Ulf. Ne? So. Ist ja klar. Ulf ist ja kein Name, ne? Das ist ja ein Zustand, sage ich immer. Und trotz seiner ganzen Kraft muss man natürlich feststellen, er ist im Geiste ein wenig schlicht. Ja? Erkenntnisresistent. Also, so, kognitiv zu früh abgebogen. So. Ne? Ja, ich... Ich will jetzt auch nicht schlecht reden über ihn. Aber eben ein seltsamer Eindruck. Ne? Also so eine Fleischbrühe in Hausschuhen. So, ja. So, und er stand also da vor mir, schick, Sonntag, also im Anzug, so. Also im Trainingsanzug. Ne? die Hand hier am... Am Phallolat. Ne? Ja, ne? So. Ich weiß ja gar nicht, wo das aufhört bei dem. So, ja. Ne? Das ist ja kein Geschlecht mehr. Das ist schon ein Gesehrschlecht. So, ja. So. Also der weiß nicht, wie man Erektionsstörung schreibt. So. Und er sagte, jetzt ist hier Ruhe. Jetzt ist hier Ruhe mit dem Krach. Ich habe es jetzt schon sinnstiftend übersetzt. Und er meinte, ich dürfe also nicht weiter üben. Und ich wusste, da gibt es keinerlei Verhandlungsspielraum. Ich resignierte, ich habe die Tür wieder zugemacht, bin in die Küche, also die Tür zu, Flur, Küche, blauer Salon, Spiegelkabinett, Kaminzimmer. Im Turmverlies, wo es in die Bibo abzweigt. Dort erlag ich. Kann ich so sagen. Also ich habe mich selbst ausgeweidet. Ich war den Tränen nah. Ich habe gedacht, Mensch, ich verschwende mich an Sterbliche. Ja. Ich habe wirklich, eine Sekunde habe ich gedacht, es hat alles keinen Zweck. Also ich war wirklich kurz resigniert. Es war nicht ganz eine Sekunde, also eine halbe Sekunde, eine Viertel, also den Nanobruchteil einer Makrosekunde, habe ich so ganz kurz gedacht, so, es hat alles keinen Zweck. Ja? Ich kann gar nicht so schnell sprechen, wie ich denke. Ja. Und dann habe ich aber in dieser bangen Sekunde spontan überlegt. Und ich denke, das ist auch meine Stärke, dass ich in so einer heißen Situationen kühlen Kopf bewahre, und mir wurde klar, nein, ich darf nicht aufgeben, ich muss weitermachen, denn vielen meiner berühmten Künstlerkollegen ging es ja ähnlich. Die hatten es alle am Anfang schwer. Hier, die, na, wie sie alle heißen, Schiller. Hier, ja, ne, Schiller hat mit seinen Gedichten und Picasso mit seinen Gemälden, Mozart mit seinen Kugeln, ne, ja. Sie hatten alle am Anfang Probleme, aber heute sind sie auf der ganzen Welt geachtete Künstler, und über diese für mich sehr wichtige Erkenntnis, also über diese aufbauende und niederschmetternde Erkenntnis zugleich, über diesen Erkenntnishybrid, habe ich ein Lied geschrieben, das ich jetzt spielen möchte. Das Lied heißt Der Prophet im eigenen Land. Ist ja genug Kabel da. Mann, das ist eben, im Westen ist es nur, es gibt alles, bloß man kommt nie ran. Ja. So. Also.
Was wollen wir? Genau, der Prophet. So. Ich schwiff kurz ab. So, ja, bisschen verstimmt. Aber für Erfurt reicht's. So. Muss ich natürlich dazu sagen, das sage ich in anderen Städten auch, dass es für Erfurt reicht. So. Also, der Prophet. Da gibt's noch Probleme. Gleichzeitig anfangen und Gitarre spielen. Da. Ja, ich gebe zu, ich bin Monotasking. Genau. Ich kann halt nur eine Sache und die eben nicht gleichzeitig. Ja. Aber das tut dem Abbruch der Ausführungen meinerseits kein Zutun. So, unverstrunzt ans Werk. Neulich hatte ich wieder ein Gastspiel, bei dem ich meinem Publikum scheinbar zur Last fiel. Ich spielte und sang aus Leibeskräften, doch der Applaus blieb aus. All meine wichtigen Gedanken und Ideen wollte man scheinbar wieder nicht verstehen. Und mir war sofort klar, der Prophet im eigenen Land gilt nicht. Doch, Moment, drei Strophen. So, ja, ihr habt bezahlt. So, doch. Ja, da könnt ihr klatschen, wie ihr wollt. Das Lied wird zu Ende gespielt. So. Doch kommen Künstler zum Beispiel aus Angloamerika, da ist das Publikum sofort dicke da. Beifall-Teddys sowie Mieder regnen auf die Bühne hernieder. Mir war klar, im Ausland bin auch ich ein Star. Man wird mich anders annehmen, zum Beispiel im Jemen. Denn der Prophet im eigenen Land gilt nichts. Drum veranstaltete ich Veranstaltungen im Ausland. Und obwohl man meine Texte dort nicht verstand, gefielen den Leuten meine Songs. Und es regnete von den Balkonen. Es regnete weder Beifall-Teddys noch Mieder. Dafür Tomaten, Hülsenfrüchte und andere Nachtschattengewächse. Dem Publikum war klar, der Applaus ist und bleibt das Brot des Künstlers, drum noch was Frisches hinterher. Doch der Prophet im eigenen Land gilt nichts, ich gelte nichts in Deutschland. Doch außerhalb der EU jubelt man mir zu. So, damit ist das erste Lied verklungen. Schade. Aber ich denke, es weckt Appetit auf mehr. Und um nun auch weitere Lieder spielen zu können, möchte ich meine beiden musikalischen Begleiter hier recht herzlich auf dem Podium begrüßen. Es ist Jochen Barkas an der Holzgitarre und Herr Stefan an der Bassgitarre.
Trill, Trall, Trull, alle da. Natürlich, wenn ich die Situation kritisch analysiere, dazu bin ich Olaf genug, müssen wir feststellen, Herr Stephan ist abgängig, säumig. Also ich vermute eine temporäre logistische Protuberanz, also ja, denn er ist nicht da, ganz klar. Ne, wenn er da wäre, würde es ihm erheblich an Präsenz mangeln. Ne? Also, ja. Vermutlich ein Krankheitsfall oder die Garderobe der alten Ober ist zusammengebrochen. oder ein Todesfall, ja. Also, was wir natürlich alle nicht hoffen, so, klar. Aber ich würde es ihm beinahe wünschen. ja. Etwas anderes kann ich eigentlich nicht akzeptieren als Grund für unentschuldigtes Fehlen, denn immerhin, Jochen Barkas ist ja auch da. Auf ihn, ja, ist Verlass, muss man sagen. Ne? Unser Streber. Und dass er da ist, ist mir auch persönlich wichtig, denn da kann ich nochmal auf das Lied Bezug nehmen, das ich eben gesungen habe. Jochen Barkas ist für mich der Beweis, dass man kein Prophet sein muss, um im eigenen Land nichts zu gelten. Ja. Nun fahren wir fort im Programm. Und das heißt für mich darauf hinzuweisen, dass ich unsere Welt sehr genau beobachte und ich deshalb feststelle, dass sie sich im Wandel befindet. Ja, es ist ja nicht mehr, also besonders der Produktionsprozess. Ich sage grundlegend umgemurft. Ne? Angenommen, wenn man das vergleicht mit vor 500 Jahren, wenn da angenommen, da war ein Winzer, ne, der hat Bier gewinzt. Ja. Also der hat also den Hopfen galvanisiert und dann wurde er daraus diese Braumeische konfiguriert und die wurde wiederum dann verklappt zu Hopf, also zum Bier. Genau, dann hatte er also Bier und ist mit dem Bier zum Böttcher und hat gesagt, hier, ich habe Bier, mach mal ein Fass drum. So. Ne? Alles manuell, heute grundlegend anders. Wenn also, wenn heute etwas hergestellt wird, was ja nicht mehr unbedingt der Fall ist in Thüringen, aber woanders, also da gibt es nur noch riesige Fabriken, Werkhallen, große Betriebe. Dort wird bloß noch anonym ein Rohstoff hinten eingeführt, so. Oder an der Seite. Semirektal. Und dann wird irgendwie der Rohstoff gedengelt und geklöppelt, verfläzt und verfilzt, verwirkt, er wird kalt gewärmt und nochmal schief angeguckt, ne? Er wird laminiert, umgegraben, feuchter Händedruck, nochmal gedopt und dann kommt das Produkt raus. So, der Löffel. Ja. Oder ein Zaun, ein Raumteiler, irgendwas. So, kann mich nicht um alles kümmern. Also, die Produktion ist heutzutage komplett in der Hand von Maschinen, von Automaten und von Robotern. Das flutscht. Ja, ne? Das Einzige, was innerhalb dieses hochtechnologisierten Produktionsprozesses stört, ist der Mensch. Ja, ne? Der steht immer da am Werktor und sagt, hier, lasst mich rein, ich will auch was herstellen. Aber es gibt für einen Menschen in so einer also in seiner hochtechnologisierten Fabrik überhaupt nichts mehr zu tun. Es sei denn jetzt, der Roboter würde sagen, hier, halt mal kurz. Ne? Also, das ist alles optimiert. Das ist ja eigentlich traurig. Ne? Es begann für uns Menschen so gut. Wir haben evolutionär gesehen, wir haben das Gnu überrundet und dann die Primaten abgehängt und jetzt stellen wir uns hinterm Lötkolben wieder an. Ja, ne, ja. Aber dieses hohe Maß an technologisierter Produktionseffizienz haben wir natürlich nur hier in Europa, also in den Vereinigten Europäischen Emiraten. Denn wir brauchen ja nur mal nach Osten schauen. So, ich zeige jetzt mal hier rüber. So. Ich weiß nicht, wo hier drin Osten ist. So. Überall. Ja.
Aber nein, ich denke, er wird draußen sein. Ne, wir brauchen ja bloß mal von Erfurt aus nach Osten zu schauen. Da kommt zuerst... Ne, Erfurt-Ost. Ja. Dann Dresden, dann Ukraine, Tadschikistan. So, jetzt mal über einen groben Pelz malträtiert. Ich gebe zu, ich bin ja auch nicht so gut in Geometrie. Aber wenn wir gerade in Tadschikistan sind, in der tadschikistanischen Hauptstadt, in Frunze. Ja, dort ist die Produktion nicht so effizient wie bei uns. Wenn jetzt ein Frunzer oder eine Frunzerin, ne? Freitag, wenn der Frunzer Freitag früh in sein Frottewerk geht, ne? In Frunze wird ja der berühmte Frotte handfrittiert, noch vegetarisch, ohne Hirsebeimengung, dann weiß ich auch nicht. Also ja, da habe ich jetzt hier eine kleine Flachsrakete gezündet. Da habe ich einen kleinen Abschmunzler eingebaut. Ne? Wird ja gerne mal genommen im Fernsehen. Also, ich wollte zum Ausdruck bringen, also ich sag mal, in südosteuropäischen Ländern oder irgendwo, also in den meisten Teilen der Welt ist die Produktion eben nicht so effektiv. Ne? Da gibt es keine Fabriken, wenn dort irgendwo in Albanien oder irgendwo ein Rohstoff verarbeitet wird, zum Beispiel Eisen, da wird eben erstmal geguckt, was bringt das Eisen selber so mit ein? Wo will es hin? Was hat es drauf? Ne? So, da wird beobachtet, das Eisen rostet. Aha. Ne? Machen wir einen Rost draus. So. Wie nennt man, also das ist sozusagen so zurückgelehnt. Passives Produzieren. Ne? Guckt noch einer ein bisschen zu, betreutes Herstellen. So. Ne? Also die... Die Effizienz der albanischen Volkswirtschaft, die könnte man verdoppeln, indem man dort eine Zange hinschickt. So, sag ich mal. Ohne jetzt damit zu urteilen, es soll nicht der Eindruck entstehen, dass die albanischen Bevölkerungsteilnehmer und Teilnehmerinnen jetzt weniger begabt wären als die Deutschen. Da steht mir gar kein Urteil zu. Da ich ja selber in puncto handwerklicher Begabung vom Schöpfer unter Quarantäne gestellt wurde. Vielen Dank. Das ist ein Faktum, das sich immer wieder eindrucksvoll manifestiert bei mir zu Hause. Es ist nicht lange meine Freundin, die Carola. Ja. So. Ja, irgendwie muss ich sie ja nennen. So. Also, sie bat mich, dass ich das Waschbecken anbringe. Habe ich, wie es so meine Art ist, auch spontan zugesagt. Ne? Ganz klar. War ja auch in meinem Interesse. Ne? Denn ich wollte es auch nicht mehr halten. Und es kam in der Nasszelle zu einem Heimwerker-Massaker. Ja. Eine Black-and-Decker-Orgie. Also, ich habe das Waschbecken erstmal sorgfältig so dran gespackst mit Fixolit. Bloß erstmal so rein stochastisch. Also, man könnte eigentlich sagen, ich habe das Waschbecken an die Wand geschreddert. Ja. Ne? Ich habe es sorgfältig atomisiert und dann die einzelnen Partikel aus dem Pulver wieder zusammengeschraubt, um es... Von der Natur lernen heißt siegen lernen, um es, so wie die Schwalbe ihr Nest, an die Wand zu speicheln. So, ne, da, so, habe ich so, also Kraftschluss und Formschluss im Schulterschluss, also das war,
Kohäsion und Adhäsion vereint zu Totalhäsion. Und meine Freundin, die Carola, hat den Tathergang beobachtet. Sie hat nachher zusammenfassend gesagt, wenn ich etwas anfasse, das wäre schlimmer, als wenn zwei loslassen. Aber insgesamt... insgesamt, und darauf möchte ich auch hinaus, insgesamt wird unsere Welt verändert. Dieser Prozess hat ja erst angefangen und er ist auch unaufhaltbar. Also er ist unstoppable. Ja, ich verwende bewusst globale Termini. Also die technische Entwicklung hat ja erst angefangen. Die Maschinen sind jetzt schon sehr schnell, die Roboter schon sehr geschickt, die Computer arbeiten auch schon sehr schnell, aber... Momentan, Fachleute werden es wissen, momentan rechnen die Computer ja bloß mit 0 und 1. Ne? Und wenn die anderen Zahlen auch noch dazukommen, ne? Dann geht das ab wie Schmitz' Katze. Und dann werden wir eines Tages in einer von Technik beherrschten, kalten und digitalen Welt leben. Aber ich gelobe hier feierlich, eine kalte und digitale Welt möchte ich nicht, da mache ich auch nicht mit. Ich habe meiner Mutter versprochen, ich bleibe warm und analog. So. Ja. Und... und... wir waren schon in Sorge. Ne? Ja, mal sehen, ob ich da heute noch nach dem Konzert Kekse verteile. So, wir waren also stehen geblieben. Es darf nicht so weit kommen, dass wir uns von der Technik beherrschen lassen, sondern wir müssen gegensteuern. Wir dürfen nicht nur dem nüchternen Kalkül folgen, vielmehr müssen wir unserem Gefühl vertrauen. Das Gefühl ist die eigentliche, wichtige, progressive, kreative Triebkraft. Ich mache alles nach Gefühl. Ich singe nach Gefühl. Ich rede nach Gefühl. Ich denke nach Gefühl. Ja. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage, mir ist es sogar völlig egal, was ich denke. Ne? Ja. Hauptsache, ich habe die Kraft zur Gefühlsarbeit. Und wir haben ein Lied geschrieben, in dem wir beweisen, dass das Gefühl gewinnt über alle technischen, nüchternen... Lass mich das mal ansagen. Das Lied ist so wichtig, dass wir es nicht nur in Deutsch singen, sondern wir singen den Refrain in den Sprachen der Welt, Deutsch, Englisch und Tschechisch. Wir beweisen, dass das Gefühl gewinnt. Nach Deutschland kam sie von Übersee. Deutschland hat sie angezogen und doch fühlte sie sich nackt. Sie verkauft ihren Körper, doch was sie suchte, fand sie nicht. Von Gefühlen keine Spur, sie spürt nur Heimweh nach Baikonur. Drum packt sie ihre Sachen und verzichtet auf unser Geld und kehrt zurück in ihr altes Wohnumfeld. Und schon steht's 1:0 für das Gefühl. Oh, 1:0, das ist doch schon was. Gib deinem Gefühl das Gefühl, bei dir zu Hause zu sein. Denn du brauchst viel Gefühl gegen Berechnung und Kalkül. Unsere Welt wird alt und die Menschen werden kühl und kalt. Er ist ein Fan schon seit vielen Jahren. Die Diskuswerferin Ilke Vidula hat's ihm angetan. Doch beim letzten Wettkampf vor kurzer Zeit
war sie am Knie verletzt, da flog die Diske nur noch halb so weit. Der Fan war enttäuscht, bitter, doch er hält zu ihr. Das gibt ihr Kraft und sie wirft den Diskus, gegebenenfalls auch ohne Meniskus. Und schon steht 2:0 für das Gefühl. Oh, 2:0, das ist doch schon was. Gib deinem Gefühl das Gefühl, bei dir zu Hause zu sein. Denn du brauchst viel Gefühl gegen Berechnung und Kalkül. Unsere Welt wird alt und die Menschen werden kühl und kalt. Ich war im Urlaub in Bulgarien. Dem Kumpel von nebenan gab ich die Schlüssel, dass er die Blumen gießen kann. Ich kam heim aus Plovdiv, gute Laune im Gepäck. Die Pflanzen so braun wie ich, jedoch vertrocknet. Mein Freund sagt, das Grünzeug habe ich vergessen und dann ist es krepiert. Er hat durch seinen Leichtsinn meine Flora dezimiert. Und schon steht's nur noch 2:1 für das Gefühl. Oh, 2:1, das ist ganz schön knapp. Doch am Ende zählt nur das Resultat. Gib deinem Gefühl das Gefühl, bei dir zu Hause zu sein. Denn du brauchst viel Gefühl gegen Berechnung und Kalkül. Unsere Welt wird kalt und die Menschen werden kühl. Whoa. Make your feeling feel. Whoa. To be at home at yours. Cause you need much feeling to stand calculation and ploy. Our world get cold and people get cool. Ho-ho-ho-ho. Darst wuschi, hups, nichi, hups, nichi. Oh, hups, nichi, stamma. Chlebu, hups, brich, nichts. Hat die das Fazit a kalkulacje. Knasch wer, wisch du mnie. Das Glück has blichle. Da uha wirschaft wznich i buchniuko wskinit. Vielen Dank. Vielen Dank. Da muss ich gleich meine Tropfen nehmen. Ne? Denn besonders der letzte Refrain, ganz klar ein dicht gespickter Konsonantenparcours. Da wäre ich fast übers Jochbein gestolpert. Ja. So. Nun aber Themenwechsel, Klartext, Tacheles, Tabula, Rasa. Der Mensch. Der Mensch ist sehr unterschiedlich, das habe ich ja in meinen einleitenden Ausführungen schon kritisch skizziert. Ne? Ein Mensch ist eben groß, riesenhaft wie Lulatsch, Spaghetti gleich, wächst er hinauf ins Firmament, nicht enden wollend. So. Und der Nächste ist eben bloß so. Ne? Zack, der veräppt plötzlich am Kopf. Ne?
dünnt überhastet aus. Also, ja, stagniert im Wachstum, also ist ab hier nicht mehr anzusprechen. Ja. Ist dafür eben ein bisschen untersetzt und er hat hier am Bauch einen kleinen Schnitzelfriedhof. Ein Mensch ist so, einer ist schwarz, einer weiß, einer kann's, der andere nicht. Ne? Einer jung, einer alt, ne? Pech gehabt, zu früh geboren. Viele sind natürlich auch zerrissen, also so wie ich, also menschlich und künstlerisch zerrissen, ganz klar. Ne? Auf der einen Seite Untergewicht, auf der anderen Seite überbegabt. Aber die... die klaffsten Klüfte innerhalb unserer menschlichen Gattung tun sich natürlich auf, ganz klar, im genitalen Raum. Ja, also hier in der Enklave, im Schritt. Ja, der vermeintlich kleine Unterschied zwischen Mann und Männin sorgt ja auch für den meisten Streit auf der Erde. Ne, werden viele kennen, von zu Hause viele werden ja daheim einen Partner oder eine Partnerin beherbergen. Ja. Immer wieder identische Abläufe. Es gibt eigentlich keinen Grund zur Veranlassung. Trotzdem, es kommt zu Streit. Ne? Man greift zur Axt und praktiziert Ehegattensplitting. So, ja. Müssen wir immer wieder lesen in Journalen, in Zeitungen. Hier, ne? Eigentlich... wie gesagt, gab es nur eine falsch interpretierte Atemauslassung. Also in der Summe gab es nichts. Und trotzdem müssen dann eben leider gerade meist unschuldige Frauen gewalttätig werden. ohne jetzt hier natürlich irgendjemanden den schwarzen Peter zuzuschanzen. Also es trägt niemand Schuld. Denn kein Angehöriger einer genitalen Kaste ist frei, sondern es sind die Gene, die uns treiben. Der Mann hat spezielle Gene. Aufgrund dieser Gene verhält er sich so und bei der Frau das Gleiche. Die Frau hat auch ein Gen, ein wissenschaftlich sehr komplexes Gen, und zwar das Einkaufen-Gen. Ja. Da hat man gemerkt, dass auch ich den Schalk im Gebiss habe. Denn das ist ja eigentlich ein wissenschaftlich sehr komplexer Sachverhalt, den ich jetzt vereinfacht dargestellt habe. Ne? Ich hoffe, Akademiker und Angehörige der gehobenen und gebildeten Stände nehmen es mir nicht krumm, dass ich mich jetzt bei bildungsfernen Schichten angedient habe. Aber ich möchte verstanden werden, gerade im Privatfernsehen. Und... ja. Das ist natürlich auch nicht alles negativ, denn diese genetische Veranlagung hat ja auch Positives. Ne? Es gibt ja beispielsweise geschlechtsspezifische Berufe. Ja, es gibt angenommen Frauenberufe, da brauche ich mich als Mann gar nicht bewerben oder so. Ne, typischer Frauenberuf, hier Frau Holle. Ne? Die Bereichsleiterin Flocke. Goldmarie, Pechmarie. Schwefelholger wäre dann schon der Nischenberuf zum maskulin dominierten Berufsbereich. Ne? Es gibt auch Männerberufe, die klängen jetzt, wenn man sie für eine Frau ausspreche, ein bisschen komisch, ein bisschen gespreizt, also ein bisschen gestelzt, ein bisschen sperrig. Also Berufe wie Schmiedin. Ne? Da denkt man ja gleich, da kommt so eine monströse Metallurgin, hm, ne? Aus dem Ural. Hm. Also Schmiedin. Tenörin, Eunuchin, Chefin, was? Auf dem Land hier der Playboy, Playboyerin, ja, irgendwas. Ne? Gibt's ja jede Menge Hacke Petra. Ja, ne?
Also, und das sind ja jetzt keine von mir willkürlich herausgegriffenen Berufe, sondern dann... Nee. Ja, also, das sind ja gewachsene Strukturen über Äonen von Epochen, verkrustete Strukturen, die aber aufweichen durch den emanzipatorischen Prozess. Und wir sehen ja, dass das frauliche Element, also dass das feminimöse Element sich auch allmählich zum Beispiel im technischen Berufsbereich etabliert. Ne? Also es gibt eben, heutzutage gibt es den Beruf der Astronautin. Ne? Das war vor 100 Jahren unvorstellbar. Heute, wie selbstverständlich, fliegt die Frau hinaus in den Weltraum, schickt zurecht im selbstgenähten Skafander. Wobei einschränkend zu sagen ist, dass in der Geschichte der modernen Raumfahrt noch niemals ein Raumschiff mit ausschließlich weiblichen Besatzungsmitgliedern in den Weltraum geschickt wurde. Was ja auch logisch ist. Sonst wäre das Raumschiff ja unbemannt. Ja. Und... Wir sind aber nicht angekommen, um jetzt hier nur trennende Unterschiede aufzulisten, sondern die frohe Botschaft, die wir mitgebracht haben, lautet: So klafft die Klüfte klaffen. Ne? Der Wille beider Geschlechter, sich zu vereinen, ist stärker als alles Trennende. Da möchten die Klüfte klaffen, klaffer denn klaff, klaffer denn nöch, klafferataff. Also, ne? Diese Vereinigung vollzieht sich natürlich zuerst auf sexueller Basis. Und der Wille, diese Vereinigung zu vollziehen, ist beim Mann stärker ausgeprägt. Ach, was nicht heißen soll, dass Frau immer nur schnöde vor sich hin migränt. Im Gegenteil, ich kenne eine Menge Frauen, gerade in meinem Umfeld, die eine erfüllte Sexualität haben möchten. Aber beim Mann ist dieser Wille einfach mal stärker ausgeprägt. So, ne, ganz klar. Das merke ich ja an eigenem Glied. Wenn ich meine Freundin sehe, die Carola, dann denke ich an Sex. Ist so. Ja. Also nicht mit ihr. Aber die. Die Marschrichtungszahl ist klar. Ne? Also, Geschlechtsverkehr steht bei mir auch auf der Agenda. Ne? Ja. Und nicht hier SPD-mäßig 2010, ne? Sondern jährlich. So, ja. Ich bin so ein Typ. Ja. Ich brauch's im Quartal. So. Ohne damit zu protzen. Also. Ich kann genauso offen und ehrlich zugeben, dass ich dieses Jahr noch keinen Geschlechtsverkehr vollstreckt habe. So. Und wenn ich mich so umschaue heute, wird es auch nichts mehr. Ja. aber da hat natürlich jeder eine ganz eigene individuelle Messlatte. Ja. Also, für uns aber als kleine Klangschaft oder als Klanghalbschale ist es wichtig, dass der Abend unseres Konzertes eine gut gedüngte Ackerfurche sei, eine fruchtbare Scholle Humus, auf der der zarte, schmale Keim eines Beziehungssprosses kalben kann. Ja. Denn wann, wenn nicht heute, soll man sich kennenlernen? Es ist optimal, es ist nämlich jemand da, den man kennenlernen kann. Das wird oft unterschätzt. Ne? Viele sitzen allein zu Hause rum in Apolda. Wundern sich, warum sie niemanden kennenlernen. Ne? Weil es dort eben an Probanden mangelt. Und hier aber kann man sich aus der großen Menge jemanden heraussuchen. Man kann auf das obskure Objekt der Begierde zusteuern und man kann sagen, du,
vernimm meine Balz. Sei nun mein Gespiel alsbald, du Tulpe von Erfurt. So. So würde ich es machen. Ja. Aber da merkt. An dieser etwas verklemmten, verhaltenen Reaktion merkt man schon, das ist nicht so leicht. Man muss den anderen ja erstmal davon überzeugen, dass der andere der geeignete Partner sei, der dann beim Höhepunkt assistieren darf. Und da ist ja nun der Deutsche nicht unbedingt bekannt als der großartige Liebhaber, ganz klar, und der Thüringer gleich gar nicht. Ja, mit Vollbart und Zipfelmütze. Also das sagst du, dort, wo wir unsere Wurzeln eingebüßt haben, auch nicht. Also, da gibt's ja andere Nationen. Ich sag nur Frankreich, die Nation der großen Liebhaber. Frankreich, ein Land, nach dem sogar eine liebespraktische Betätigung, also Französisch nennen wir es unverkampft beim Namen. Ja, ist ja bekannt. Ja, hoffe ich mal, also Französisch, Eine sehr benutzerfreundliche Anwendung. So, also. Ja. Was gibt's noch? Griechenland, Griechisch. Also Deutsch, das ist jetzt nicht direkt mit einer Sexualpraktik verbunden, Deutsch schwebt ein bisschen im luftleeren Raum. Deutsch bedeutet vielleicht, dass es pünktlich losgeht. Hat sich aber international nicht durchgesetzt. Das ist heute Abend, heißt, ich hab Bock auf Deutsch. Ist eben durchs Raster gefallen, wie viele andere Sexualpraktiken auch. Was gab's da alles hier? Afrikanisch, Sex mit leeren Magen. Und was hier? Polnisch. Weiß heute niemand mehr. Männer stehen ja angeblich sehr auf Polnisch. Da ist die Frau am nächsten Morgen weg. Aber das ist nicht, dies ist tunlichst nicht obligat. Also man muss kein Franzose sein, man muss kein Grieche sein, kein Latin-Lover hier aus Lettland oder das weiß ich, wo sie die abbauen. Man kann auch punkten mit ganz individuellen Wesensmerkmalien, mit Charakter, mit Ausstrahlung, mit Wissen, Intelligenz, Charme, Einfühlungsvermögen, mit einer geschickt geschnittenen Obertrikotage. So, man mit Auto oder Wissen, Intelligenz. Ja. Ruhe. Kleine Profilneurose. Wichtig ist doch nur, dass man sich liebt. Wenn zwischen den liebesausübenden Delinquenten der Zuckerguss der Liebe unverbröckelt thront, dann klärt sich alles von alleine. Wie machen wir es? Lieben wir uns schnell, langsam, oben, unten, links, rechts und das ganze Tohuwabohu. Licht an, Licht aus. Ja, das ist Licht an, Licht aus, das entscheidet bei mir die Partnerin, das entscheidet die Frau. Immer ganz natürlich, ganz spielerisch einfach. Durch ihr Aussehen. Um aber zu diesem schönen und wichtigen Thema Liebe hier nicht nur den trockenen Zwieback des Diskurses zu knabbern, haben wir ein Liebeslied geschrieben, das ich einer Frau gewidmet habe, die mir sehr wichtig ist und die mir sehr viel bedeutet. Für sie ist dieses Lied. Es heißt Du. Ja, also ich habe es erstmal Du genannt, falls ich nochmal eine andere kennenlerne. Und man muss dazu sagen, es ist ein Jazz-Song, ein Jazz-Standard vielleicht schon bald. Und wir improvisieren auch. Ja, dem Nicht-Jazz-Liebhaber möchte ich aber die Scheu nehmen. Wir improvisieren nicht so impulsiv. So energiegeladen, überbordend, leidenschaftlich, so wie die farbigen Neger. Der Moor. Ja. Und wenn die wie vom wilden Hans gebissen in ihre
Klarinetten und Oboen malträti und wenn die Membranophone beömmeln, also so improvisieren wir nicht, sondern wir improvisieren so, wie wir es ausgemacht haben. Du. Du siehst nicht aus wie das Covergirl vom Hochglanzmagazin. Steril und retuschiert, vom Kopf bis zu den Knien. Ja, du bist eine Frau mit Leben auf der Haut. Du hast ein großes Herz, dem man sich gerne anvertraut. Du bist keine platte Schönheit, perfekt wie im TV. Du bist ein echter Mensch und keine Superfrau, doch das ist mir egal, wenn ich dich sehe, weiß ich genau. Irgendjemand liebt auch dich. Irgendjemand auf dieser Welt. Ja, das spüre ich ganz genau auch. Jemand kommt und nimmt dich zur Frau. Ja, so in etwa wird es sein. Nein, du siehst nicht aus wie die Frau für eine Nacht. Deshalb hast du so etwas auch noch nie gemacht. Du bist kein Mannequin, kannst nicht wie Claudia Schiffer laufen. Trotzdem stichst du aus der Masse wie die Nadel aus dem Heuhaufen. Du wandelst nicht gewandet in Gucci und Armani. Du gehst meist grau in grau. Bist keine Superfrau, doch das ist mir egal. Wenn ich dich seh, weiß ich genau. Irgendjemand liebt auch dich. Irgendjemand auf dieser Welt. Ja, das spüre ich ganz genau auch. Jemand kommt und nimmt dich zur Frau. Ja, so in etwa wird es sein. Irgendjemand auf dieser Welt, ja, das
das spür ich ganz genau auch. Jemand kommt und nimmt dich zur Frau. Auf jeden Topf passt ein Deckel. Auch du hast Chancen über Annoncen. Ja, so in etwa wird es sein. Tübehaben, tübehabubum. Fies. Ja, vielen Dank. Ich denke, man hat gespürt, dass wir den Jazz lieben. Was ja nicht heißt, dass alle in der Gruppe ihn auch beherrschen. Aber ganz klar, für mich ist und bleibt Jazz Chefsache. So. Nicht umsonst nennt man mich ja in Sachsen Setschmo Schubert. Ja. Immer an dieser Stelle machen wir im Programm eine kleine Zäsur, eine kleine Pause, denn es wurde ja schon sehr viel wichtiges Wissen und Information hier über den Tresen tranchiert. Und das kann nun angewendet werden. Ne? Also es kann sich jetzt zum Beispiel kennengelernt werden in der Pause. Das Beet ist bestellt. Ne? Kann man draußen etwas trinken, wird ja auch hier Alkohol gereicht, ne? Ist ja wichtig. Gerade hier beim Kennenlernen Alkohol, der kleinste gemeinsame Nenner. Und wenn sich jetzt in der Pause zwei kennenlernen sollten und es stellt sich heraus, es ist was Ernstes, dann können sie von mir aus auch eher gehen. Ja. Die anderen würde ich dann gerne wieder hier begrüßen zum zweiten Teil. Im zweiten Teil sage ich dann auch noch was zum Faschismus. Ja, da sind wir im Wesentlichen durch. Wie lange die Pause geht, weiß ich auch nicht. Wenn sie vorbei ist, geht's weiter. In diesem Sinne, toi, toi, toi. Keep on rocking und Tschüssikowski. So, da sind wir wieder. Ich möchte den zweiten Programmabstrich einleiten, indem ich eine Problematik beprangere, die allgegenwärtig ist in unserer Gesellschaft. Es gibt zu wenige Kinder, ne? Auch hier, ja, soweit das müde Auge reicht, ja. Also es gibt in unserem Land weniger Kinder als früher. Ne? Die Kinder heute sind zwar schwerer. Ja. Das heißt, es ist uns gelungen, rein von der Abtropfmasse, ne, also rein von der Nettofleischeinwaage, einen Überschuss zu zerwirtschaften, aber wenn wir wirklich mal nur die stückzahlenoptimierte Lage betrachten, dann sieht's trüb aus. Ne? Statistisch gesehen, wie viele Kinder legt eine deutsche Mutter? Ich weiß es, 1,4. Ja, Tendenz stagnabel. Ja, also 1,4 im Schnitt. Ne? Also nicht jede einzelne Frau bekommt 1,4 Kinder. Dann wäre ja hier Thorsen-Einmarsch. Ne? So. Schnittmengendefilé, sondern die. Sondern die Muttis sprechen sich ab. Ne? Klappt auch ganz gut. Da sagt eben eine Frau hier, ich bekomme kein Kind. Dann sagt die nächste, okay, dann bekomme ich 2,8. Ne? Ziel erreicht. Ne?
diesen Durchschnitt von 1,4 Kindern erfüllen wir auch innerhalb unserer Gruppe. Denn, nichts Falsches sagen, Herr Stefan hat zwei Kinder. Eines davon aus eigenem Anbau. Dann hat er sich allerdings von der Frau getrennt, die natürlich trotzdem weiterhin sein fleischgewordenes Erbgut verwaltet. Das ist Brauch, ne? Patchwork-Strukturen. So. Herr Stefan, Mann von Welt, aber er hat sich nochmal neu orientiert. Das heißt, er hat nochmal ein Weibchen gerissen. Und innerhalb dieser operativen Maßnahme hat er noch ein Beutekind geschlagen. Ja, ne? Das Kind war schon da. Als Konkursmasse einer Eheinsolvenz. Ne? Also steuerlich bereits veranlagt. Zwei Kinder. Zu meiner, auf der anderen Seite, Jochen Barkas, er möchte jetzt sein drittes Kind. Problematisch, naja, er hat eben noch nicht mal sein zweites. Ja. Also, da müssen wir anders anfangen. Ich sag mal so, die Basics stimmen, er hat jetzt zumindest erstmal eine Freundin. Ja. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Ne? Ne? Wenn man so daherkommt im plebejischen Jersey, also hier mit abgelegter Kleidung von Wolfgang Petri. jetzt aber hat er eine Freundin, eine eigene. Ja. Wurde ihm vom Amt gestellt. Das klingt ein bisschen blutleer, aber keine schlechte Partie. Muss man wirklich sagen, eine stramme Gerte. Ja. Edel von Wuchs, also schon, ne? Steht gut im Schuh. Ne? Ja, angenehm, wie sagt man, angenehm jung. Also angenehm unabgegriffen im Habitus. Maps fidel. Sportlich. Die sportliche Komponente liegt in der Familie, denn der Vater war Handwerker. Die Mutter war Leichtathletin. Die Tochter wollte es beiden recht machen und wurde hier Hammerwerferin. Ne? Ja. Also eine... Ja, ich sag mal so, sie ist schon attraktiv. Oder was er für attraktiv hält. wobei, ich finde sie auch attraktiv, ja. Und Jochen ist ja auch beruflich viel unterwegs. Also... Braucht man nicht viele Worte verlieren, seine Freundin, ich sag mal so, geduscht, geimpft, was will man mehr? Ja. Und mit ihr hat er also jetzt ein Kind. Ich habe auch Kinder, aber ich bin, was Kinder angeht, nicht so besitzfixiert. Ne? Mein Kind, dein Kind. Ich denke eher, Kinder sind Geschenke. Ja, und man muss ja nicht immer wissen, von wem. Ja. Wichtig ist nur eines, und da erhebe ich Ihnen den Zeigefinger. Jedes Kind muss die Möglichkeit haben, sich in unserer Gesellschaft frei und glücklich zu entfalten. Kindheit ist eine sehr prägende Zeit, gerade für Kinder. Und wenn in der Kindheit was nicht richtig klappt, also wenn später der aus der Kindheit resultierende Pubertant sich nicht orientieren kann, ist der soziale Abstieg vorprogrammiert. Das heißt, er gerät auf die schiefe Bahn, ne? auf die geneigte Ebene. Und die Hangabtriebskraft, F, zieht ihn... runter... talwärts hinein in die soziale Maltritöse, in die menschliche Quarkmühle. Ne? Er gerät in Gesellschaft obskurer Gestalten, seltsames Milieu. Ne? Er kontaktet lichtscheues Gesindel. Ne? Oder er geht in die Politik. Ja, da sind ja die Grenzen fließend. Ne? Verwaltung, Filz, mafiöse Strukturen, Korruption bis in höchste Ämter. Man fragt sich ja, ne, wo ist überhaupt noch der Unterschied zwischen der Mafia und der Regierung? Ja, es gibt einen Unterschied. Ne? Ja.
Es gibt ja einen Unterschied. Ne? Mafia ist organisiert. Ja. Ja. Da habe ich jetzt hier einen politischen Seitenhieb eingebaut. Ne? Von dem sich die Herrschenden so schnell nicht erholen werden. Ja. Aber es muss ja nicht so weit kommen, dass das Kind in die Legislative abdriftet. Man kann ja vorbeugen, immer schön Schnürsenkel zumachen, Frühstück hinstellen und so, durch Zuneigung kann man also dies verhindern. Aber es gibt natürlich auch kein pädagogisches Patentrezept. Ne? Man kann das Kind hier nicht an der Fontanelle per Zentralschraube justieren. Ne? So, bisschen links, bisschen rechts, nein. Also da gibt es sehr viele Diskussionen. Selbst in unserer kleinen Gruppe kommt es immer wieder zu Meinungsdiskursen. Denn Herr Stefan beispielsweise übt daheim sehr autoritäre Strukturen aus. Also indoktrinär, alles geregelt. Also sehr patriarchalisch, alles despotisch normiert, alles geregelt. Das geht los mit Frühsport. Danach ist es dunkel. Ernährung auch geregelt und auch den Bildungsweg betreffend hat er ganz klar umrissene Vorstellungen. Er sagt, meine Kinder müssen studieren. Das sind sie mir schuldig. Ne, die sollen es mal besser haben. Da ist Jochen Barkas wesentlich entspannter. Ja, sein Sohn Brutus. Ne, Brutus Barkas. Ein Namensvorschlag von mir. Ja, ne, ich dachte, wenn das Kind schon so aussieht wie ich. Er ist den Bildungsweg betreffend sehr zurückgelehnt. Er sagt sich, mein Kind ist jetzt in der 6. Und dort bleibt er auch. Ja. Da bin ich anders. Weder teils haftig, also noch bin ich der überenklastische, also der enkaustische, totalitäre Übervater, noch bin ich der segelohrige, kniekehlige Spring ins Feld. Also bei mir liegt der Schlüssel zum pädagogischen Erfolg dahingehend vergraben, dass ich selber jung geblieben bin. So. Äußerlich gibt's Schmauchspuren. Aber rein mental und bin ich noch flott, bin pfiffig. Also dynamisch, also vom Verstand, das ist entscheidend. Vom Verstand bin ich jung geblieben. Ne? Vom Verstand bin ich wie 12. So. Ne? Und deshalb habe ich ein sehr offenes, ausgeglichenes Verhältnis zu meinen Kindern. Ich bin sehr tolerant, ich toleriere viel, aber natürlich auch klar, wenn man den ganzen Tag tolerant sein muss, ist es ja nur logisch, dass einem dann abends auch mal die Hand ausrutscht. So. Ne? Wobei, aber um Missverständnissen vorzubeugen, ich sagen muss, also, dass ich meine Kinder natürlich nicht schlage. Klar, also ich schlage meine Kinder nicht. So. Sei denn, ich habe was getrunken. Nun aber zur Sache selbst. Warum gibt es so wenige Kinder? Es gibt verschiedene Erklärungsmodelle. Es wird gesagt, Kinder sind zu teuer. Kinder sind zu klein, nicht belastbar, irgendwas. Also da gibt es ja einen Konvolut von Erklärungswust. Ne? Das kann ich ja auch nicht von der Bühne löffeln. Sicherlich, Kinder sind teuer. Ne? Ganz klar. Also wenn ich das vergleiche mit meiner Kindheit, als ich noch als Säugling sug, ja, da, ne, 12 Monate, mit 18 war ich trocken, bis 24, also damals waren aber die Aufwendungen für Kinder wesentlich unimmenser als heute. Ich habe meine Eltern auch mal ganz dezidiert daraufhin angesprochen. Ich habe meine Mutter gefragt, Maria, so, ja, wir duzen uns, ganz normal, ein offenes Verhältnis.
Ich habe gefragt, Maria, sag an, was habe ich als Kind gekostet? So, mein Vater hat gesagt, erstmal eine ganze Menge Überwindung. Aber rein vom Geldfaktor her waren die Aufwendungen überschaubar, ne? Was Geld ist anzuschaffen, Strampelanzug, hier ein paar Windeln und dann etwas Streu. Und dann haben die mich in die Krippe gegeben. Das ist natürlich mit heute gar nicht mehr zu vergleichen. Heute sind Kinder wesentlich teurer. Aber trotzdem ist das eine Krücke, die hinkt. Denn der eigentliche Grund für Kindermangel ist nicht der Kostenaspekt. Nein. Vielmehr denke ich, Erwachsene, die keine Kinder haben, wissen gar nicht, wie bereichernd ein Kind für das Leben sein kann. Das merkt man ja erst, wenn selbst ein Kind ins Leben tritt, wenn dann nach einer Geburt, also wenn das Kind aus dem Gröbsten raus ist, das ist ein salopp formuliert, also wenn dann ein kleiner, das sagt man so, wenn dann so ein kleiner Zappel-Philipp durch die, oder eine Zappel-Philippine, wenn dann so ein kleiner Wonneproppen durch die Wohnung berserkert, darüber brauchen wir nicht hinwegzureden. Ganz klar, Kinder kosten Energie, Zuwendung und gerade auch der Heranwachsende ist in seinen Ausführungen gelegentlich keck. Aber wenn man sich auf das Kind einlässt, wenn man das Kind spürt, wenn man es mit dem Herzen fühlt und beobachtet, wenn man das Kind spürt, dann merkt man, es stört. So. Ne? Am Anfang. So, als Neuzulassung, sage ich mal, ne? So als Frischling. Aber das ist natürlich nur ein sehr kurzer Moment, denn wie schnell werden die Kinder größer? Zack, 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 zack. Also das merkt man nicht an den eigenen Kindern, man sieht sie ja fast regelmäßig. So im Umfeld aber, ne, da ist mal eine Geburt, da geht man hin, man gratuliert dir mit Zier, also Begahundchen, Strabanaugeln, also irgendwelche Osmosecluster, zack, was es da gibt hier, ne, Zierporree, so. Da gratuliert man der Mutti, Mensch, klasse, ne, weit mein Seil, so. Und dann sieht man so ein kleines Mündel in so einem Steckbett stecken, klein und zart. Und dann geht man wieder mal hin, 5 Jahre später. Eine kleine aufgeweckte Göre, die mit einer Barbiepuppe umhertollt. Und dann sieht man es eben wieder mit 19. Ne, Auge in Auge, eine ausgewachsene, karrieregeile, zugeguckte Nymphomanin. So. Ja. Die Kinder werden so schnell größer, das kann man gar nicht. Man kann pauschal sagen, innerhalb von 20 Jahren, ich habe das wirklich mal genau ausgerechnet, innerhalb von 20 Jahren werden die Kinder 18. So. Hm? Sie erleben alles eher, es wird eher pubertiert, es wird eher getrunken, es wird eher zum Verkehr geblasen, wird eher geraucht, es wird mit 13 Jahren wird geraucht. Ja, derlei Informationen sind mir ans Hörgesims. Da habe ich natürlich gewedelt mit der Schall, mit der Aufnahmestelle hier. Also, ja, also, ne, mit 13 rauchen. Da muss ich sagen, holla hopp, da komme ich aus einer anderen Sozialisation. Also mit 13 rauchen, mit 13, da habe ich das zweite Mal aufgehört. So, ne? Ja, und auch der Wille allgemein zur Bildung ist bei den Kindern nicht mehr so ausgeprägt. Merke ich, ein Kumpel, also ein Freund von mir, ist mein Bruder. Und wiederum dessen Vater. Genau. Ja. Also der Vater mütterlicherseits sozusagen von Oma Horst. Der Verschiebschläger der Oheim ist sozusagen der Onkel, also der weibliche Onkel. Genau. Der Tanter. Das ist der Stiefvater vom. Es ist sozusagen der Stiefvater von meinem, von dem mir mein Neffen großzieht, also der Neffe, Donny. So.
bisschen viel drum. Also genau, der Ronny. Der heißt eigentlich Mike. Ja, ich sage immer Uwe. So. Und er hatte also Geburtstag und da habe ich gesagt, okay, wenn wir schon feiern, dann kümmere ich mich um ein Quiz. Ich mache so gerne Wissensquize. Ne, so. Mit multiple questions. So. Und der Tag des Feierns rückte heran, alle waren da und habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt das Quiz, die anderen beiden können ja feiern. So. Und habe ich gesagt, okay, erste Frage. Temporunde. Genau. So. So, da kam schon mal nichts. So. Dann habe ich gesagt, okay, nächste Frage. Ich habe jetzt bald ein Konzert in Erfurt. Was weißt du über Erfurt? Und bitte. Ja. Ne, da stand ich so da und es kam nichts. Ne? Zero, nothing, Ende Gelände. Und da habe ich dann gesagt, pass auf, Erfurt, da fallen einem ja erstmal pauschal ein paar Sachen ein. Hier, naja, so, die Kirche. In Erfurt steht ja die Kirche. Dann, man sagt ja schon landschaftlich, Erfurt, das Tor zum dahinter. Ne? Dann Carl Zeiss. Und, ne? Ja. Also, ja, der wusste nicht mal die Hauptstadt von Erfurt. So, ja. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, nächste Frage hier. Nenne mir drei Tiere des Waldes. Also ich wollte bloß drei. Ja, gibt ja insgesamt vier. So. Ne? Und er hat dann angerufen, er hat den Telefonjoker gezogen und hat gesagt, hier, ich hab's, das Tier des Waldes, der Vogel. Ja, was soll man denn da sagen als Beigeordneter? Soll ich da sagen, hier, Mensch, Spitze, Mirko, oder wie du heißt. Also, ich habe pädagogisch wertvoll gehandelt. Ich habe gesagt, richtig, Leistung erbracht, Pluspunkt, zack. Gleichzeitig habe ich natürlich noch ein bisschen Wissen hinterhergeschoben. Ich habe gesagt, der Vogel wird es schwer haben, tendenziell, denn jetzt im Frühjahr geht es ja wieder los, die Krankheit von Asien eingeschnappt, hier, Geflügelpest, Amselmumps. Und da kann es passieren, dass er nochmal umlernen muss. Und dort habe ich dann den Hebel angesetzt. Da habe ich gesagt, hör mal zu, mein lieber Freund und Kupferstecher, ich war auch in der Schule, aber ich habe gelernt. Ne? Ich gebe zu, ich habe mich gefragt, ob ich das brauche, was ich dort gepaukt habe. Diese ganzen Gleichungen und Satz des Prometheus. Ja, hier, und diese mathematischen grundverschubbelten Paradigmenmuster. Ne? Hier, Faktor durch Minuend, Subtrahend mal Divisor ist gleich Plusquamperfekt. So. Ja, habe ich mich immer gefragt, ob man das braucht. Aber egal. Das sitzt. So. Ja. Da. Da kann man mich irgendwann aus dem Bett holen. Mittags um 12. Das habe ich immer auf der Pfanne, so, selbst wenn man mich was anderes fragt. Ne? Und wie sieht's aus bei den Kindern heute? Wenn die Kinder heute dort bei uns im Sackstaat im Freistaat Sachsen, wenn die Kinder dort in der 5. Klasse, falls sie soweit kommen, wenn die Kinder dort in der 5. Klasse eine Kontrollarbeit schreiben, dann dürfen die Kinder so heimlich abschreiben, da dürfen die so Spickzettel benutzen. Weil die Pädagogen wissen, egal, die können sie nicht nur, die können sowieso nicht lesen. Ja. Ne? So sieht's aus. Die Bildungsmisere, es erodiert nach unten, aber da müssen wir uns hinwegsetzen darüber, denn wir brauchen Kinder, gerade in Deutschland. Im europäischen Schnitt vermehrt sich der Deutsche am meisten, am wenigsten. Ne? Also bei uns ist die Geburtenrückgangsrate am höchsten, das heißt, es führt zum Mangel in allen Bereichen. Fachkräfte, Studenten, Fliesenleger, Handwerker, Hemmschuhleger, Gebäudereiniger, alles Hochstudierte, Niederstudierte. Geschichtlich gesehen sieht es auch schlecht aus. Zwei Weltkriege, beide verloren. Ja.
es wird sich rumgesprochen haben. Ne? Ja. Wenn man durch Erfurt läuft, merkt man es nicht unbedingt. Das ist ja, ja, ne, schlampig gebombt. Aber ich... Ja. Aber ich prophezeie schon jetzt, wenn wir uns auch in Zukunft nicht fortpflanzen, irgendwann können wir nicht mal mehr einen Weltkrieg anfangen. Ja, so wird's kommen. Ne? Dann marschieren wir irgendwo ein und dann heißt's hier, boah, das sind die Deutschen, das sind nur vier. Ne? Die wollen nur spielen. So. Also und die sieben Schwaben noch, also elf. So, ja, elf, ne? Wir kriegen nicht mal Gruppenrabatt. So, ne? Und wenn man das weiß als Deutscher, bitte, dann muss man sich eben auch mal zum Geschlechtsverkehr zwingen. So. Ja, man kann ja dabei an was Schönes denken. Also es hat keinen Zweck, sich jetzt hier im Frühjahr ans Ufer der Gera zu legen, im Baumwollkleid zurechtgebartigt und zu sagen, Wind, Wind, komm anbei, bestäube mich. Du Luder. Ne? Nein. Ja. Das nützt nichts. Da muss der Storch gebügelt werden. So. Ganz klar. Und wir haben ein Lied geschrieben, in dem wir uns mit dem Geburtenrückgang, mit dem Gebärvakuum in Deutschland auseinandersetzen. Sehr kritisch, ein sehr schonungsloses Lied, in dem wir das Übel an der Wurzel packen. Und haben ein sehr rockiges Lied geschrieben. Dieses Lied trägt ein rockiges Gewand. Es rockt ab und so rock, und dann machen wir aber Soul. Ja, es geht so Rock, 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 Soul. So, ne? Ja, Sachsen-Soul. Da Soul eine sehr coitus-affine Musik ist. Aber hoppla! So, ja. Und unser musikalisches Grundanliegen nochmal unterstreicht. Dieses Lied möchten wir jetzt spielen. Es heißt Zeugt. So, dazu wird jetzt allerdings ein wenig logistischer Aufbau benötigt, denn wir werden jetzt hier richtig vom Leder ziehen und da wird jetzt hier gleich ein Schlagzeug reingetragen. Genau. Da kommen jetzt viele fleißige Bienchen, die jetzt hier... In Windeseile. Also ein Rockset hier auf die Bühne plakattern. Viele, viele Hände, fleißige Hände, zeitiges Ende, Haufen Leute. Gedungene Schergen. Die. Deshalb haben wir uns ja für RTL entschieden, weil da eben viele mitmachen. Bei Pro7 kommt maximal, ne, da fassen 7 mit an. So. Ja. Bei Dreisat. Beim MDR wird das Achim Menzel persönlich machen. Zwei Zentner gute Laune. Und hier aber wird nun das alles geschickt auf die Bühne, kortätscht, um für uns optimale Ausgangslage. So, jetzt langsam fertig werden. Ich kann nicht ewig die Spannung halten, ne? Ja, geschickt, gemacht. Schön alles nochmal. Die Schrauben festmachen, so noch. Ja, und nun ist es in wenigen Stunden soweit, dass also hier die Rock'n'Roll-Rakete gezündet wird. Es ist ein Lied, das abgeht. Also, uns gefällt's, hört es euch mal an. Zünftiger Rumänenrock. Und wir möchten noch zwei musikalische Begleiter recht herzlich hier auf dem Podium begrüßen, die uns dabei tatkräftig unterstützen. Am Keyboard Klaus Magnet und an der Gitarre Friedjof Meckrödel. Thank you.
lieblos hingewuchtet. Ja. Ich sag mal so, das wäre wiederum beim MDR besser gewesen, da wäre hier bestimmt noch ein Blumenkasten. So. Mit Forsythia. Check two. So viel Zeit muss sein. Und nun. Das ist, jetzt geht's wichtig, beim Fernsehen muss es Schlag auf Schlag gehen, ne? Da ist nicht Zeit, um mit hin noch rumzuzüppeln. Also, unser Lied zeugt, da zähle ich mal ein. Nun bis vier. Übst du dich heute in Askese, pflegt dich im Alter ein Chinese. Willst später Rente du kassieren, musst du dich heute geschlechtlich engagieren. Es vergebens zu probieren, ist besser als zu onanieren. Denn wenn wir keine Kinder zeugen, trägt deine Ware ein Bulgare. Zeugt! Ich bitte euch, zeugt! Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Jochen Wagners, Professor an der Uni, Toilettenfrau vor Ort. Jetzt eure Chance, pflanzt euch fort. Ob's zu Haus oder im Büro geschieht, ist völlig egal, bemüht euer Glied. Wenn dein Partner abends lustlos geht, rein an den Speck, schäm dich nicht, sei unverschämt. Mach deinen müden Gatten munter, das kann man suchen, rauf und runter. Zeug! Ich bitte euch, Zeug! Ich bitte euch, Zeug! Was du heute kannst besamen, verschiebe nicht ab morgen. War das? Ich denke, unmissverständlich und unverschnörkelt haben wir unsere Botschaft transportiert. Das heißt, ihr habt unseren Segen. Ja, wird gleich wieder abgebaut. Ja, räumt's weg. Jawohl. Ich würde ja mit anfassen. Aber ich darf nicht so schwer heben.
Ich muss lieber meine Tropfen nehmen. Aber jetzt muss ich langsam trinken, denn ich hab geschwitzt. Ne? Sonst platzt der Magen. So, schon ist sie wieder blitzeblank, die Bühne, als wäre nie etwas geschehen. Es war ein böser Traum. Ja, aber unmissverständlich, klar und deutlich haben wir unsere Botschaft transportiert. Ihr habt unseren Segen nun gezielt zu zeugen oder ihr habt, wie man politisch korrekt sagt, unser robustes Mandat, um nun knick, knack, Sie wissen schon, ja, ne? Helm ab, Frau Mütze, um nun, um es maritim zu formulieren, um nun die Kogge der Leidenschaft auf ein hormonelles Riff zu fracken. Ja. So, es ist spät geworden. Ein Blick auf meine Uhr entfällt. Aber der innere Olaf appelliert an mich. Er sagt, es ist Zeit vergangen. Und dass Zeit vergangen ist, heißt, unser Konzert wird langsam ausklingen. Ja, auch der Tag wird zur Neige gehen. Ohne jetzt hier aber Trübsal zu blasen. Morgen ist ein neuer Tag. Ja, das sind zumindest meine Erfahrungen. Ich weiß, das ist nicht selbstverständlich. Gerade für ältere Menschen. Und deshalb möchten wir noch ein Lied spielen, das mir sehr wichtig ist. Der nächste ist einer meiner wichtigsten Songs überhaupt. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem mir dieses Lied zuteil ward. Es war in meinem kleinen Bohemen-Verschlag. Nichts war zu tun. Und da habe ich mir gesagt, klasse, nichts zu tun. Übste Freizeit aus. Ne? Und ich habe natürlich gleichzeitig versucht, die Zeit trotzdem zu nutzen. Da habe ich von meiner To-Do-Liste so ein paar Sachen abgearbeitet. Ich habe meinen CO2-Ausstoß halbiert. Auf CO1. Dann habe ich mich aktiv hingesetzt und habe Müll vermieden. Gleichzeitig noch Atomwaffen geächtet. Ne? Drunter mache ich es nicht mehr. Und ja, dann wurde mir ein bisschen langweilig. Da habe ich dann, ich unterstütze ja auch eine Behindertenwerkstatt, in dem ich Rindenmulch feile. Habe ich so gemacht, dann habe ich so ein bisschen an einem Räuchermännchen rumgespielt. Dann habe ich an der Raufasertapete rumgeknippert und als ich quasi mit dem Nagel beim Nachbarn klingelte, da traf mich plötzlich ein energetischer Impuls. Genau, also mir sengelte etwas an die Omme. Also ich war plötzlich voller Energie, ich war enthusiasmiert bis in die letzte Plombe. Also ich war voller Optimismus. Ich war so optimistisch, ich hätte einen Zweckverband gründen können. Und ja, gleichzeitig ging ich schwanger mit Ideen und Gedanken, die mir so wichtig waren, dass ich das Bedürfnis hatte, mich mitteilen zu müssen. Ich wollte meine wichtigen Gedanken gerecht unter den Bedürftigen verteilen. Deshalb ging ich zum Fenster. Ich konnte nicht an mich halten. Ich musste mich, ich riss die Flügel weit und ich rief hinaus in den kristallklaren Morgen mit Grimm in der Stimme, beinahe entmenscht, also von meinem Löwenherz gepeitscht, schrie ich, ihr Politiker, die ihr immer noch in euren parlamentarischen Schwatzbuden sitzt und eure pseudodemokratische, eure pluralistische Hanswurst-Theater aufführt, ihr Schlotbarone und Couponabschneider, ihr Spitzrücken und Krautjunker, ihr Scholastiker, Talmudisten, Sophisten, ihr Fischer, Jäger, Sammler, Spiegler, Täuscher, Neider, Blender, Lausiger, Amateure, Waschlatten, Tropskor, Hofnachtrucker, Nichtsmerker, Trittbrett, also um nur einige zu nennen. Ihr müsst wissen. Ihr müsst wissen, ihr werdet mich nicht los. Ich bleibe der intellektuelle Stachel im Fleisch der Bourgeoisie. Ne? In mir mümmelt das Schlachtross. Es möchte herauspreschen. Also die Herrschenden werden ihre Geburt noch bereuen. Ne? Ich bin ein moderner Robin Hood. Ein Robin Hood im zeitgemäßen Gewand. Ja,
Ich werde niemals aufgeben. Ich werde singen. Also man bot mir auch schon Geld, dass ich nicht mehr rede. Aber ich prostituiere mich nicht. Nein, solange die Kohle nicht stimmt. Ich werde singen bis zum Sieg der Vernunft. Ich bin ein Diktator der Vernunft, ein Tyrann der Gerechtigkeit, ein Usurpator. Dann habe ich das Fenster erstmal zugemacht. Aber mir war klar, ich werde bei euch sein. Bei euch Menschen, denn wer ist sonst bei euch? Ne? Die Politiker. Ja, in den Massenmedien. Ne? Dort sind sie omnipräsent. Haha, da halten sie ihre gedunsenen Antlitze auf die Kamera. Aber sobald die Kamera abgestellt wird, gehen die Politiker heim und essen Wurst. Ja. Ich habe ja auch meine Informationen. So. Und wo? Um hier die Gretchen, hier die Hänselfrage zu stellen. Wo sind die Politiker, wenn ihr Probleme habt? Ihr habt ja bestimmt Probleme. Hoffe ich jetzt mal. So. Thüringer ohne Probleme. So. Egal, wer keine Probleme hat, umso besser. Der kann sich welche borgen. Ja. So. Wo sind die Politiker, wenn ihr Probleme habt? Dann sitzen sie in Berlin, reden. Aber wir dürfen uns nicht einlullen lassen von ihren Lippenbekenntnissen, von ihren apokryphen Worthülsen, von ihren eklektizistischen Geschwafel. Wir müssen selber tätig sein. Bürger, ich rufe euch zu, wenn der Frosch sich verändern soll, muss er an die Wand geworfen werden. Ja. Ne? Es nutzt nichts, den Frosch schräg an die Wand zu lehnen, ne? Und zu sagen, hier, komm, lurch, mach was draus. Ne? Ja. Da macht er einen Purzelbaum, ne? Da schlägt er hier eine Prinzenrolle. So, also, nein, wir können gemeinsam tätig sein. Und das ist auch die Aussage unseres musikalischen Manifestes, dass wir jetzt hier... Gleich wieder da. Dass wir jetzt spielen möchten. Das letzte Lied ist so wichtig, dass ich mir extra hier nochmal die Eisengitarre vor den Zerwanst gewuchtet habe. Um unmissverständlich unsere Botschaft zu transportieren, wo ihr auch geht, wo ihr auch steht, ich bin bei euch. Mit diesem wichtigen Lied möchten wir uns von euch verabschieden. Sachlich bleiben. Betrügen auf der Insel Rügen, liegst du nachts wach in Eisenach. Schmeckt dein Kaffee bitter in Salzgitter oder hast du Blähungen in Darmstadt? Will man dich unterdrücken in Saarbrücken? Oder will man dich lynchen in München, dann wisse ich bin bei dir. Ich bin. Wenn deine Beine dich nicht mehr tragen in Kopenhagen, oder hat man dich bestohlen in Polen,
bin ich bei dir. Gehst du am Stock in Vladivostok oder traktiert dich des Nachts eine Mücke in Erfurt auf der Krämerbrücke? Liegst du unbequem in Jerusalem oder hast du harten Stuhl in Istanbul? Dann wisse ich bin bei dir. Suchst du ne Bude in Buxtehude oder hast du in Reykjavik einen schlechten Finanzberater? Hat man dir wehgetan in Usbekistan? Will man dich vermöbeln in Döbeln? Macht man dir in den Schiguli eine Delle in Balatonlele? Oder steckst du als Badegast im Hai auf Hawaii? Dann wisse ich bin bei dir. Ich bin bei euch, bei euch, bei euch. Wir sind bei euch, wir sind bei euch, wir sind bei euch. Wir sind bei euch, wir sind bei euch, wir sind bei euch. Wir sind bei euch, wir sind bei euch, wir sind bei euch. Kommen nur für Bade. Genau. Wir sind bei euch. 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 Dabei ist es halt wahrlich, wo ja ein Bankers ist. Wichtig ist nur einer, und bei dem bedanken wir uns jetzt ganz herzlich, und das ist Olaf Sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank. Ja, der Künstler ist jetzt noch viel aufgeregter als vorher. Das erste Mal hier in Erfurt und gleich so ein Riesending. Wir führen ja Buch über unsere persönlichen Erfolge und was die Durchschlagskraft des heutigen Abends betrifft, da können wir ganz getrost von unserem ganz persönlichen 11. September sprechen. Wir werden die Botschaft weitertragen und ich möchte die kurze Pause bis zur Zugabe nutzen, um auf etwas hinzuweisen, und zwar auf diverse Tonträger. Viele werden es wissen, wir spielen ja nicht nur in dieser Formation hier, Olaf Schubert und Freunde, nein, wir spielen auch in anderen Formationen, zum Beispiel bei der Kapelle Dekadenz, auf die möchte ich mit hinweisen. Naja,
Warum meine ich so einen, ne? Also eigentlich ist das ja eine ganz unbekannte Kapelle, ist ja ein Geheimtipp. Ja, also wird immer geheimer, es kommt eigentlich kaum noch jemand. Also insofern freue ich mich, wenn hier zwei, drei Dresdner... Olaf Schubert hat sein Talent am Schlagzeug ja unter Beweis gestellt. Vorhin bei Dekadenz spielt er auch Schlagzeug, und zwar als Gabi Schubert. Und auch da gibt es eine Single, Gabi Schubert. Das ist tschechische Blasmusik mit deutschen sozialkritischen Texten. Und da kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man kann beim Anhören dieser CD viehisch abhotten, dabei nachdenken. Das ist relativ selten. Viele werden vielleicht mittlerweile den Riesenhit von Gabi Schubert kennen. Metgen aus Petrovic, Blas mir die Sorgen weg. Der ist also hier mit drauf. Und der Künstler hat auch Hördialoge gemacht, habe ich jetzt leider kein Beispiel hier, aber kann ich auch nur ans Herz legen, Hörspiele von Olaf Schubert mit alle Rollen spielt der Künstler selbst, spricht der Künstler selbst, und diese Programme, die Hördialoge sind auch insofern sehr wertvoll, weil dort nur gesprochenes Wort, also Jochen Barkas kann mit seiner Gitarre dort nichts zerstören. Deswegen würde ich also die Hördialoge auch sehr ans Herz legen. Zerstören kann, und das macht er auch mit sehr beherzt, kann Jochen Barkas auf dieser CD, die Rockies, die größten Hits der 70er und 80er Jahre, mit von Olaf Schubert ins Deutsche übersetzten Texten. Auch da spielt er Schlagzeug. Auch ich spiele damit, wie gesagt, leider auch Jochen Barkas. Deswegen die Rockies, die würde ich gar nicht so empfehlen. Also Rockies streichen wir wieder, haben wir gar nicht erwähnt. Ne? In eigener Sache möchte ich noch auf mein neuestes Buch hinweisen, Schnecken im Eismeer. Dort geht es um den Vatikan und KGB. Stasi, und auch ein bisschen ums Ficken. Naja, ich wollte ein paar autobiografische Elemente mit einbauen, da bin ich halt nicht drum rumgekommen. Ja, also wunderbares Buch, denke ich ja. Für alle heute im Saal, an der DVD, jetzt geht's schlecht, ne? Aber für alle heute im Saal, ich werde dann im Foyer die meisten der vorgestellten Sachen verkaufen. Ob der Künstler jetzt nochmal rauskommt, das weiß ich nicht. Mir persönlich ist es auch egal, ich kenn's. Aber ich denke, mit einem kleinen Applaus kommt doch noch mal raus, Olaf Schubert. So, vielen Dank also für diese warme Empfängnis. Und da lassen wir uns natürlich nicht lange bitten. Wir haben eine Zugabe vorbereitet, ganz klar. Inhärentes Attribut dieser Zugabe soll natürlich auch sein, Dank zu sagen. Also erstmal an Dank an euch, dass ihr heute hergekommen seid. Vielen Dank natürlich auch den vielen ehrenamtlichen Helfern. Ja, wir haben es ihnen angeboten, dass sie ehrenamtlich für uns arbeiten dürfen. Vielen Dank natürlich auch meinen beiden musikalischen Begleitern. Vielen Dank dem Jochen Barkas an der Holzgitarre. Dem Applaus entnehme ich, Jochen Barkas ist hier kein unbeschriebenes Blatt mehr. Einige kennen ihn noch aus der kleinen Kunstszene, aus der ich ihn damals rausgeholt habe. Noch gegen den Willen seiner Eltern. Aber mittlerweile hat er ein beträchtliches Oeuvre. Er hat zahlreiche eigene, sehr engagierte Projekte, mit denen er im Veranstaltungsalltag präsent ist. Er hat eine eigene Rockgruppe, eine Gruppe mit kirchlichem Background. Sie spielen Darkwave, ja, Trash Metal, Death Metal, angewurzelten Gniedel-Grind-haftigen Black Metal aller Couleur. Ja, eine sehr düstere Musik, ne? Hat er zwei Musikerkollegen aus Finsterwalde.
also vor allem im ländlichen Raum sehr aktiv. Seine Band, Bluthusten. Deftiges, ja, also ordentlicher Würfelpeter. Da kann man mal schauen. Aber nicht nur als Holz- oder E-Gitarrorg ist er aktiv, auch in vielen anderen Bereichen. Er hat den Faust inszeniert. Bis heute umstritten. Besonders die Besetzung der Hauptrolle mit Bud Spencer. Er hat die Geschichte des Zweiten Weltkrieges als Kasperletheater uraufgeführt. Er hat ein symphonisches Werk geschrieben für Orchester, Lichthube und Klingeltrafo. Er hat Thor Heyerdahl bei der Halbierung eines Pfirsichs filmisch begleitet. Also viele, 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 viele Projekte. Auch im ehrenamtlichen Bereich ist er immer aktiv, setzt sich ein. Er trifft sich einmal in Dresden oder zweimal in der Woche. Zweimal. Zwei? Er trifft sich zweimal in Dresden in der Ortsgruppe der Al-Qaida. Viele, viele Projekte, die ich hier aufgrund der Knappe der Zeit gar nicht aufwiesen kann. Also nicht zu vergessen natürlich, er hat auch ein Ballett geschrieben, selbst aufgeführt, aus seinem Zyklus Ein Körper klagt an. Ja, viel, viel zu tun. Aber Dank natürlich auch zum Schluss, least last but not, vielen Dank dem Stefan, Herrn Stefan, unserem Bass- und Multigitarristen. Ja, Herr Stefan, ich denke, man merkt, das ist gleich ein anderer kollegialer Umgang. Und nun ist aber hier genug verbal präampelt worden. Noch einmal soll nun die musikalische Schlagkraft des Schubert Dream Teams hier den Raum mit Wohlklang begöbeln. Es ist ein schon etwas älteres Lied. Es entstand vor mittlerweile fast 20 Jahren, damals, als ich die Wende eingeleitet habe. Ich habe mich damals in Leipzig vor die Panzer gestellt. Ja, als einer der Ersten. Also ich war, glaube ich, überhaupt der Erste. Da waren noch gar keine Panzer da. Ja, ne? Ich habe erst mal angerufen, dass welche kommen. Ne? Und dann sind die auch über mich drüber. Also einer, nicht mit Absicht. Ja, wirklich, also ich stand da im toten Winkel. Und da hatte ich mich dann gerade wieder aufgerappelt, sind die gleich nochmal drüber, hatten sich angeblich verfahren. Und da ist mir dann schon der Geduldsfaden gerissen, da habe ich den Panzer hinten so festgehalten und da haben sich die Panzerketten so in den Granit gefräst. Dann habe ich den hochkant gestellt, oben aufgeschraubt, reingerufen, wer ist hier der Vorgesetzte? Schmidt, aussteigen, wohl wahnsinnig geworden, hier ist Revolution. So, ja. So war es nämlich. Viele Erinnerungen habe ich da an diese schöne Zeit, habe mich auch damit gekümmert um die anderen, habe Schnitten geschmiert für die anderen Revolutionäre. Kinder in den Kindergarten geschafft, hatte damals noch gar keine Kinder, extra Kinder besorgt, also das, ja. Ich muss sagen, so eine Revolution macht man nur einmal. Aber dieses Potenzial von einst ist ja noch nicht vorbei, sondern es gibt genug sozialen Zündstoff bis heute. Also die Revolution, die Wende ist nur temporär vorübergehend in einer Pause. Ne? Der Schoß, aus dem die Wende kroch, ist fruchtbar noch. Im Uterus brennt noch Licht. Ja. Am Ende des Horizonts ist ein Tunnel. Dort müssen wir hin, denn dort, wo der Tunnel aufhört, ist Licht. Genau. Und dort, wo Licht ist, ist es hell. Also, und das ist der Weg. Und wir möchten eure revolutionäre Energie wachrütteln. Hier, die fuchtelnde Knute. Der Berserker de Wüterich. Der Bambus, eine Holzmichel. Diese Protestprothese. Dieser Quirl, den ich gepimpt habe. Hier, Filzverzinkt, war noch ein Aufkleber drauf mit einer Nackschen. Ist ab. Er wird niedersausen und wird sagen, es ist Zeit für euch, es ist Zeit für Rebellen. Ist es dir egal, dass die Welt am seidenen Faden hängt? Ist es dir egal,
dass das Hauslicht auch bei Tage brennt. Ist es dir egal, dass die braune Pest die Muskeln spielen lässt? Ist es dir egal, dass jeder in einer Nische liebt? Ist es dir egal, in der ganzen Welt zählt nur das Geld? Ist es dir egal, dass Gefühle nur noch Luxus sind? Es ist Zeit! Zeit für Rebellen, Scheiße! Steh auf und setz dich ein, sag einfach wieder nein. Es ist Zeit für Rebellion, oh, 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 oh. Denn es ist schon 5:12. Oh, 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 oh. Oh, ist es dir egal, wenn ein Vater seine Mutter schlägt? Ist es dir egal, wenn eine Oma eine schwere Tasche trägt? Ist es dir egal, wenn sich keiner mehr für Liebe interessiert? Ist es dir egal, wenn ein Politiker Millionen kassiert? Ist es dir egal, wenn deine Freundin einen anderen betrügt? Ist es dir egal, dass der erste Eindruck trügt? Es ist Zeit! Zeit für Rebellen! Steh auf und setz dich ein! Sag einfach wieder nein! Es ist Zeit für Rebellen! Oh, 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 oh. Denn es ist schon 5:12! Oh, oh, oh. Es ist Zeit! Zeit für Rebellen! Ein. Sag einfach wieder ja oder nein, es ist Zeit. Ich bin ein Großstadtrebell, denn es ist schon ziemlich spät. Vielen Dank. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jochen Barkas und Jan Stefan. Vielen Dank an Sie, Mann. Olaf Schubert, danke schön, Olaf Schubert. Vielen Dank. Und ein großes Dankeschön auch an Klaus Magnet und Fridtjof Mekrödel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, wir haben jetzt noch mal kurz telefonisch Rücksprache gehalten mit allen wichtigen Personen, Olaf Schubert betreffend, also mit der Plattenfirma, dem Management, der Booking-Agentur, dem Sender, dem Veranstalter, seinen Eltern, und wir sind alle zu einem Schluss gekommen: Der Künstler kommt nicht noch mal raus. Das hat zwei Gründe. Zum einen hat er ein künstlerisches Niveau erreicht, wo eine Zugabe durchaus ausreichend erscheint. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Und zum Zweiten sollten wir uns jetzt an die schöne deutsche Volksweisheit erinnern: Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Für mich war der Zeitpunkt schon vor einer Stunde. Ich denke, es ist auch für Sie gekommen. Wer Lust hat, kauft noch was bei mir. Ansonsten vielen Dank, dass Sie da waren. Besuchen Sie uns im Internet unter www.olaf-schubert.de. Danke, dass Sie da waren. Schönen Nachhauseweg. Tschüss, Dankeschön.